Ja, hallo meine Freunde, ich bin's, euer Tanner Cole. Heute spiele ich, wie ihr auch schon gerade im Hintergrund seht, auf einem anderen Profil. Ich habe mir nämlich mal überlegt, ich will Resident Evil 2 nochmal spielen und das leider so ist, dass es eine One-Shot-Demo ist und man bloß 30 Minuten spielen kann, egal wie oft man stirbt. Nach 30 Minuten ist Schicht im Schacht. Habe ich mir gedacht, gut, ich mach's halt ein bisschen anders. Ich bin ja hier auf Konsole, nicht auf PC, kann also keine Cheats und sonst welche Hacks oder was weiß ich für Blödsinn ausnutzen. Würde ich sowieso nicht machen. Jedenfalls habe ich mir gedacht, nehme ich halt mal ein zweites Profil und spiele da halt nochmal und gucke, ob ich es da vielleicht auch so durchschaffe. Deswegen machen wir hier auch erstmal hier alles, wo auf Bestehen klicken, weil wir brauchen hier keine Einstellungen machen, ist ja bloß sowieso eine Demo. Bildschirmgröße passt ja auch. Mit Renet verbinden brauche ich nicht, weil haben wir ja schon auf meinem anderen Profil. So, Resident Evil 2. Ich habe ja schon das Gameplay von gestern bzw. heute Morgen auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen. Seht ihr wahrscheinlich auch schon. Und jetzt, wie gesagt, kommt nochmal ein zweiter Try. Mal sehen, wie weit wir diesmal kommen. Wie gesagt, ist hier alles gerade auf dem zweiten Profil, deswegen nicht wundern, dass da jetzt Eternal Jinx steht statt Eternal Cole. Ich bin es aber trotzdem. Nur damit ihr nochmal Bescheid wisst und ihr euch nicht verunsichert fühlt oder wie auch immer. Ich spiele auch gerade, weil es wegen Twitch irgendwie, war jetzt nicht so ernst vorbereitet. Ich spiele auch gerade auf meinen anderen Twitch-Channel, meinen ganz alten. Und das Video dafür wird aber trotzdem auf YouTube rüber streamt. Da braucht ihr also euch auch keine Gedanken machen, wenn ihr einen Stream jetzt verpassen tut, weil halt hier Hickmack auf dem zweiten Profil und so weiter. Das gibt es trotzdem hier auf YouTube. Ich wiederhole auch, ich sage auch gerne mal den Link für alle, die gerade live eventuell zuschauen sollten und jetzt gerade ein bisschen irritiert sind zwischen den ganzen Twitch-Channels und den ganzen YouTube-Channels und wie auch immer. Auf YouTube findet ihr mich über Eternal Gaming und Eternal schreibt man mit Zahlen und Buchstaben, das heißt ET3RN4L und dann Gaming hinterher. Ja, und das reicht erstmal an Vorfreude hier, vor ich quatsche, vor ich plänke. Wir gehen jetzt mal aufs Spiel starten. Der Sound, der ist so nice. So, 30 Minuten haben wir Zeit. Würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los und gucken, was wird. Aber vorher noch mal kleiner Soundcheck. Ja, Sound passt. Gut, legen wir einfach mal los, gucken, ob wir vorwärts kommen oder nicht. Netzwerkverbindung wird überprüft. Ja, das fertige Spiel kann sich von dieser Demo unterscheiden. Diese Demo kann nur einmal für 30 Minuten gespielt werden. Diese Demo kann nur online gespielt werden. Haben wir alles gestern schon erlebt, aber hier noch mal für alle, die es verpasst haben. Und da geht es auch schon los. Es sollte nur ein kurzer Zwischenstopp für Leon S. Kennedy an einer einsamen Tankstelle am Rande der Stadt sein, als sich der frisch gebackene Polizist plötzlich in einem Meer von Zombies wiederfindet. Er schafft es mit einer neuen Bekannten, Claire Redfield, nach Raccoon City zu fliehen. Allerdings werden die beiden durch einen Unfall voneinander getrennt. Leon schlägt sich durch die gefährlichen Straßen und erreicht schließlich die Polizeistation der Stadt. Aber hat er sich wirklich in Sicherheit gebracht? Ja, das fanden wir, wie gesagt, jetzt heraus. Und da sind wir auch schon mitten im Polizeirevier von Raccoon City. Leon S. Kennedy, noch in seinen besten jungen Jahren. Hallo? Ist irgendjemand wir hier? Sagen erstmal Hallo. Nein, wir sind ganz alleine hier. Wir nehmen erstmal die Munition hier mit, die hier schön rumliegt. Uns mal das Protokoll hier an. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Schickt Verstärkung. Ostkorridor. Sollte den Typ suchen. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. So, Inventar wollen wir trotz, Karte wollen wir auch noch trotz. Et voilà, wir sind hier. So, hier gab es nicht mehr. Schreibmaschine haben wir da noch im Angebot. Hier haben wir ein Medaillenrezept, wo wir Medaillen einsetzen.
Und wenn ich mich noch recht erinnere, können wir das Rätsel auch gleich ohne Lösung lösen. Denn wir haben es ja gestern schon einmal gelöst. Und wenn ich mich recht erinnere, war es die Krone, der Löwe und der Bock. Et voilà, wir haben die Löwenmedaille. Die nehmen wir noch gleich mit. Hinten nach noch Munition, die nehmen wir auch noch mit. Und der Junge steht immer noch wie Sau. Man fragt sich echt, was die in der Polizei können die durchmachen, wenn sie trotzdem bei ein bisschen G-Sprint schon aus dem Bus sind. So, oben waren ja bloß Türen mit Schlüsseln. Die bringen uns also nichts. Die Medaille können wir gleich mal einsetzen eigentlich. Okay, voilà. Und dann gehen wir einfach mal hier durch das Türchen durch, weil alles andere ist ja verschlossen. Und das passt mir gar nicht. Auf jeden Fall kein schöner Ort, um hier zu bleiben. Hier sehen wir schon, hier brauchen wir noch ein passendes Gerät dafür. Wir lassen uns auch mal nicht von Rätsel ablenken. Nicht so wirklich. Die Tür ist geschlossen. Hier ist ein bisschen Krach. So, hier ist niemand zu Hause. Machen wir das Licht an. Rein uns mal die Munition hier, die Munition ist immer gut. So, mehr gab es hier in diesem Raum eigentlich nicht. Dann können wir direkt weiter. Und da ist er abgerutscht. Los Leon, du bist stark genug. Du schaffst das. So schön. So schön. So, gehen wir mal weiter. Die Damentoilette. Da ist aber keiner zu Hause, aber ein Erste-Hilfe-Spray. Das habe ich gestern zwei gesehen, aber nicht mitgenommen. Das nehmen wir heute mal mit. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier war ich doch schon. Mensch. Das ist immer so irritierend. Zurück. Ach, das ist immer so schön dunkel hier. So, da war die Toilette. Hier muss man lang. Oh Gott. Die Tür ist verschlossen. Aufmachen! Hier schreit einer um Hilfe. Aufmachen! Ich komme. Mach die verdammte Tür auf! Ich bin unterwegs. Ja, ja. Ich hol sie aus! Sehr gut, sehr gut. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir Hilfe! Die Hand. Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Ich halte ihn. Du Scheiße! Notizbuch eines Polizisten. Ja, das Rätsel haben wir schon gelöst. Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, es ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Also, da kommt der erste Freund gleich. Ich bin einfach zu schießen. War doch schon mal die halbe Minute. So, du kannst noch liegen, mein Freund. Okay.
kommt noch einer rein. So, bleib fliegen. Nein, falsche Richtung. Scheiße! Die sind überall! Wo ist jetzt ein Kill gewesen? Oh, da ist einer. Okay, noch einer, wo sind wir jetzt? So, Bretter mitnehmen. Haben wir ja gerade genug verballert. Komm schon! Ab durch da. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Ja, das weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp! Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Und dann bekommen wir auch schon unser Kampfmesser. Bereit halten, Schlitzen. Et voilà. So, Leben mit der Jungen haben wir schon erhalten. Ist schon drinne. Schneiden wir uns mal das Gerät hier auf. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Mitnehmen ist das Wichtigste. Das Teutchen nehmen wir auch mit. Verflucht.
Erneut sei nochmal gesagt, es ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Der Kollege bleibt leider nicht hängen. Doch, die Tür bleibt dahin. Die Tür ist ja verschlossen. Das Fenster ist offen. Das kann man eigentlich gleich verbarrikadieren. Ist das Brett wieder weg? Du kannst liegen bleiben, Frau. So, einmal die Schlüsselkarte nehmen wir mit. Nach hier doch noch Munition. Die nehmen wir mit. Ereignisbericht, das haben wir ja auch schon vorgelesen. Im anderen Gameplay. Die Karte nehmen wir auch mit. Hier war verschlossen, so dann ging es ja da nochmal hoch. Weiter war jetzt hier aber auch nichts. Hier lebt immer noch. Weiß mal wen. Einfach mal hier hoch. Holen uns hier wohl die Munition zurück, die wir gerade verballert haben. Der Fettsack möchte unbedingt an die Snacks ran. Sicherheit. Ja, hier haben wir schön hingelegt. So, hier haben wir noch einen Raum, den haben wir. Wenn ich mal nicht daneben laufen würde. Den hatten wir gestern ein bisschen umlaufen. Schließfach Terminal-Notiz. Auf der Tastatur Schließfach Terminals fehlen einige Tasten. Der verantwortlich zur Ersatztasten besorgen und das ungebend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du dreckst ja, wer sonst will solcher Mist bauen. Jo. Sehen wir schon, da ist was drin, 203. Kommen wir aber nicht ran, da brauchen wir die Tasten, gut. 208 fehlt auch die Tastenzahl. So, hier können wir aber erstmal die Karte einsetzen. Und ey, wo lacht, da haben wir die Shotgun. Weg mit dir. So, da haben wir was drin, Ding. 102, 103 ist noch ein Messerchen. Zwei und drei geht nicht. Dann nehmen wir halt die 6. Und wir nehmen die 9. Bleibst du jetzt mal liegen, Junge?
Meine Güte. So, die 3 haben wir nicht. Die 6 können wir nehmen. Haben wir da schönes? Ein Filmchen. Ein nicht entwickelter Film. Und Munition. Die ist immer gut. So, an die Schließfächer kommen wir gerade nicht ran. Da fehlen die Tasten. Gehen wir mal weiter. Da kommt schon mal einer am Fenster. Könnt ihr auch mal tot bleiben? So, wir haben ein Kreuzchen. Ein paar Bretter. Bretter nehmen wir gleich mal, um das Fenster wohl zu schließen. Safe Room. Heilwirkung von Kräutern. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Lesen wir jetzt mal nicht alles vor. Machen wir alles, wenn wir das Hauptspiel dann spielen. Mit den Release dann. Da haben wir Schießpulver. Munition immer gut. Lichtschalter haben wir auch noch. So, unsere Kiste, da packen wir erstmal wohl die Shotgun rein. Den Film, den können wir wahrscheinlich eh noch nicht nutzen. So, alles Rinder. Da haben wir gleichzeitig noch das rote Kraut gefunden. Ach, siehst du, hier schon. Mal mitnehmen. Hier ist ja gleich so ein Entwicklungsraum. Et voilà. Erinnerungsfoto. Ja, da wurde die Krone abgebildet. So, wir können das hier noch kombinieren erstmal. Et voilà. Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Machen wir nicht. Wir haben ihn entwickelt. Und so, gehen wir hier wieder raus. Das Kraut können wir auch nicht liegen lassen. Aber ich hoffe, du bleibst hier liegen, mein Freund. Der hat auch noch Munition. Immer gut. Was haben wir hier hinten Schönes? Was noch? Werkzeug, da kommt jemand aus dem Schrank raus. Er wollte sich verstecken, hat mir aber nichts gebracht. Fliegenmunition. Da ist nichts drin gewesen. Schade, schade. Da haben wir nochmal ein rotes Kraut, das können wir gleich kombinieren. Et voilà. Und hier mal eine Etage höher. Mehr Munition.
Ach, wurde mit dem Kennwort gesichert. Da haben wir unseren ersten Schlüssel. Finden wir hier sonst noch etwas? Was zum... Ich glaube, das war ein Licker. Bin aber nicht so sicher, ob ich hier unbedingt jetzt lang möchte. Ein paar neue Bretter. Da steht ein großer Typ. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Ja, hier gibt es zwei Alternativrouten. Gucken wir erstmal, wer steht hier. Ach, das ist bloß eine Statue. Ich dachte, das wäre eine Mrs. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Gürteltasche. Oh, zwei neue Plätze. Das ist sehr schön. Ach, da muss ich gleich bestimmt einen Zünder anbringen und dann aufsprengen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal hier durch. Großartig. Scheiße. Ich hoffe, du bleibst liegen. Was zum... Man sollte uns treffen. Fertig, ja. Sesam, öffne dich. Da sind wir auch schon wieder in der Eingangshalle. Und unser Marvin hat da etwas für uns. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke. Lieutenant.
Danke fürs Spielen. 21,5 Minuten. Wir haben Claire gefunden. Und die Demo auch beendet. Und nun kommen wir nochmal zu einem schönen Abschlusstrailer. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Shit. Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Jesus Christ. That. You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. Zur Produktseite wechseln, um dieses Spiel zu kaufen. Nein, braucht man nicht. Wir haben es ja schon gekauft. Auf CD. Und das war's auch schon mit Resident Evil 2, der Demo. Wir haben es heute durchgespielt. Gestern habe ich ein bisschen zu sehr von den Rätseln ablenken lassen, doch in diesem Gameplay, was ihr auch auf YouTube finden werdet, haben wir es durchgespielt. Und wir haben so noch ein bisschen Restzeit übrig. Man könnte jetzt natürlich, wie manch andere, es gibt ja schon einige Spezies, die haben hier Speedruns gemacht, innerhalb von 3 Minuten und so weiter, habe ich alles schon gesehen. Brauchen wir aber, wie gesagt, ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, die Demo war richtig geil. Ist auf jeden Fall auch was Neues, so eine One-Shot-Demo, dass man wirklich bloß ein Try hat und dann ist es die Geschichte, dann hat man bloß noch die Demo auf seiner Konsole, um sie wieder zu löschen oder die Trailer jederzeit wieder anzuschauen. Doch auch dafür braucht er nicht den Speicherplatz von, ich weiß gerade nicht, 7 GB waren's. Investieren, denn die Trailer könnt ihr auch einwandfrei kostenlos auf meinem Kanal anschauen, ohne Probleme. Und ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das Feeling kommt auf jeden Fall sehr gut rüber. Es ist schön düster, schön grafisch neu remastered. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Man muss sich ein bisschen umstellen. Ich meine, wenn man die ganzen anderen Resident Evil Teile kennt oder auch die animierten Filme, die kann ich nur jedem sehr herzlich empfehlen. Degeneration, Damnation der andere will ich gerade den Namen nicht. Richtig tolle Filme. Und man muss sich ein bisschen umgewöhnen, wenn man weiß, wie da Leon und Claire aussehen. Und hier noch halt in jungen Jahren. Claire wirkt auch ein bisschen so aus, als sie komplett ein neues Skin hat. So mit Hamsterbäckchen, kann ich mal so sagen. Auf jeden Fall gefällt es mir sehr gut, macht auf jeden Fall Spaß. Ich werde mir auf jeden Fall freuen, am 25. Januar kommt das Spiel raus. Wenn ich Glück habe, habe ich es so schon ein, zwei Tage früher, dann werde ich es auch schon früher installieren und spielen. Und wenn ihr live dabei sein wollt, ich werde es nämlich auch streamen, könnt ihr gerne einschalten. Meinen Twitch-Kanal habe ich unten in der Beschreibung eingefügt, da findet ihr den Link. Und wenn euch das Gameplay gefallen hat und ihr auch Bock drauf habt, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ein Abo auf meinen Kanal ist auch nicht verkehrt, tut auch absolut nicht weh. Und solltet ihr benachrichtigt werden wollen, wann ich das nächste Mal wieder live bin oder wann die nächsten Videos online kommen, könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren, müsst ihr aber nicht. Ich kenne ja einige Spezies da draußen, die wollen ungern zugespammt werden. Dürfte bei meinem Kanal aktuell nicht das Problem sein, aber wie gesagt, ihr müsst die Glocke nicht aktivieren, ihr könnt's. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Würde mir auf jeden Fall herzlich freuen, wenn ihr wenigstens meinen Kanal abonniert, das wäre schon geil. Jetzt nutzen wir doch einfach nur noch zum Abschluss die letzten paar Minuten, die wir offen haben. 3 Minuten haben wir ja noch, da ist ja nicht mehr viel. Ist ja lieber viel. Guckt nochmal die Ergebnisse an. 21 Minuten haben wir gebraucht. Wenn man jetzt natürlich die ganzen Screenplays ausblenden würde, würden wir wahrscheinlich ein paar Minuten gespart haben, aber das wäre ja nicht so schön. Wir haben jetzt noch 3 Minuten Zeit, mal sehen, wo er uns rausschmeißt. Wir gehen einfach nochmal rein. Ich denke mal, wir werden am Anfang rausgeschmissen, glaube ich mal ganz stark. Wäre jetzt nämlich noch schöner, wenn wir einfach da oben oder rauskommen täten, ne? Na, da sind wir wieder ganz am Anfang. Hallo,
Ist irgendjemand hier? Halt die Munition aber mit. Dann nutzen wir einfach noch die 3 Minuten hier. Irgendjemand muss doch hier sein. Aber das soll was bringen. Mal, wenn man nach wie weit wir in den 3 Minuten kommen würden. Nutzen wir einfach noch die Länge. Vielleicht können wir noch irgendwo einen Raum ausspähen, den wir auch nicht gesehen haben. Bezweifle ich zwar irgendwie, aber gut. Sieht auf jeden Fall schon geil aus, ja, definitiv. Die Effekte sind schön. Munition. Nehmen wir mit. Räumen wir den Schrank noch beiseite. Ich sag, wir gucken jetzt noch, wie weit wir in 3 Minuten kommen würden. Wenn ich mich nicht immer wieder an jeder Ecke verlaufen würde. Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Ich hol sie aus! Ich komm ja schon. Kriegen wir das Ganze mit dem Polizistenhammer aus. Können die nicht so schnell rennen. Wollte die so gerade die Sackgasse laufen? Was zum? Aber sehen wir schon mal, was passiert, wenn wir einfach den Zombies reinlaufen. Und da war sowieso die Zeit schon vorbei. In 3 Minuten haben wir es noch erlebt, wie wir gebissen werden. Das passiert, wenn man durchwascht. So, jetzt haben wir die 30 Minuten wenigstens voll ausgeschöpft. Noch ein paar Szenen gezeigt, was passiert, wenn man gebissen wird. Und hier will nochmal der Trailer kommen. Den kennen wir jetzt schon. Kaufen brauchen wir auch nicht. Ja, das war also Resident Evil 2, die One-Shot-Demo. Einmal kompletter Durchgang. Und noch ein paar Szenen, was passiert, wenn man gebissen wird, wie das dargestellt wird, wie es aussieht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also haben sich auf jeden Fall wohl die Macher sehr viel Mühe gegeben. Gefällt mir. Wenn es euch auch gefällt, wie gesagt, lasst ein Däumchen da. Wäre cool. Und wer es noch nicht getan hat, wie gesagt, ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und damit wollte ich einfach mal sagen, bevor wir hier wieder zu viel quatschen und alles. Ich werde auf jeden Fall das Spiel live streamen. Sobald es draußen ist, sobald ich auch das Spiel in meinen Händen halte. Das kann also am 25. Januar erst sein. Kann aber auch schon 1-2 Tage früher sein. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, den Twitch-Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid und mit mir mitfiebert, wie ich aus Raccoon City wieder ausbreche. Frag mich sowieso, warum Leon, ich will jetzt nicht sagen blöd ist oder sowas, aber wenn da schon die Leute zu ihm sagen, von wem du brauchst da nicht mehr hingehen oder solltest da nicht mehr hingehen, warum fährt er dann trotzdem dahin, ne? Jetzt steckt er halt ziemlich im Schlamassel, ne?
ja, ich würde damit sagen, ich bin's, euer Turner Cole. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao. This is not how I imagined my first day. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Something's not right. Stay back, sir. I got this. What the? Is anyone here? Jesus. They're everywhere. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Help me, please! What in God's name?